Sie können ein Leben der Freude führen. Von Orin, gechannelt von Sanaya Roman. Aus dem Buch Sich dem Leben öffnen. Ich werde nun über Freude, Mitgefühl und höhere Ziele sprechen, denn viele von ihnen suchen nach Frieden und dem Gefühl der inneren Ganzheit. Die meisten von ihnen sind sich schon bewusst, dass der Friede aus dem Inneren erwächst und die äußere Welt eine symbolische Darstellung dessen ist, was sie in sich tragen. Auf unterschiedlichen Ebenen kann jeder von ihnen den Vorgang begreifen, durch den er seine Erfahrungswelt hervorbringt. Worin besteht der Weg der Freude? Es existieren viele Lebenswege, zwischen denen man auswählen kann, genauso wie es viele Möglichkeiten gibt, auf planetarischer Ebene zu dienen. Es gibt den Weg des Willens, den Weg des Kämpfens, aber auch den Weg der Freude und des Mitgefühls. Freude ist wie ein inneres Lied, das sie den ganzen Tag durchklingt. Was bringt Freude in ihr Leben? Wissen Sie es? Sind Sie sich der Dinge bewusst, die Sie glücklich machen? Oder sind Sie mit der Erfüllung Ihrer täglichen Pflichten so beschäftigt, dass Sie das, was Ihnen Freude bereiten würde, auf irgendeinen Zeitpunkt in der Zukunft verschieben? Der Weg der Freude bezieht sich auf die Gegenwart, nicht auf die Zukunft. Tragen Sie ein Bild davon in sich, wie das Leben einmal sein wird, wenn Sie glücklich sind, ohne dieses Wohlbefinden gerade hier und jetzt zu verspüren? Viele von Ihnen verbringen ihre Zeit mit Aktivitäten, die nicht durch die Seele, sondern durch die Persönlichkeit bestimmt sind. Vielleicht hat man ihnen anerzogen, dass man durch Geschäftigkeit Selbstwertgefühl entwickelt. Aber es gibt zwei Arten von Geschäftigkeit. Persönlichkeitsorientierte Aktivität beruht oft auf Sollen und dient keinem höheren Zweck, während eine auf die Seele ausgerichtete Aktivität immer gleichzeitig ein höheres Ziel erfüllt. Die Persönlichkeit lässt sich oft durch die Sinne ablenken, die von einem Augenblick zum anderen ihre Aufmerksamkeit gefangen halten. Ein Telefonanruf, das Kind, das ständige Stimmengewirr, die Gefühle anderer, all das sind Energien, die den ganzen Tag über ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sie von den Botschaften aus ihrem Inneren ablenken können. Wahre Freude entsteht, indem sie ihrer inneren Führung gemäß handeln und erkennen, wer sie sind. Es mag viele Gründe dafür geben, warum sie ihr Leben nicht sogleich verändern können. Aber wenn sie sich keine Gründe dafür schaffen, warum sie es können, wird die Veränderung immer nur eine Zukunftsvision bleiben und sie werden den Weg der Freude nie beschreiten. Die Welt, für die sie sich hier entschieden haben, hat sie mit physischen Sinnen und einem Gefühlskörper ausgestattet. Die große Herausforderung besteht nun darin, sich nicht von dem ablenken zu lassen, was noch vor ihnen liegt oder was an ihnen zerrt oder nach ihnen ruft, sondern stattdessen ihre Mitte zu finden und all jene Dinge anzuziehen, die mit ihrem inneren Wesen in Einklang stehen. Richten Sie Ihr Leben so ein, dass andere an Ihnen zerren, wodurch Ihre Zeit zwar ausgefüllt ist, aber nicht mit den Dingen, die Sie möchten. Sie haben die Kraft, dieses Drama zu verändern. Sie erwächst aus dem Mitgefühl für Ihr wahres Wesen und dem Empfinden der inneren Freiheit. Viele von ihnen haben sich ein freudloses Leben eingerichtet, weil sie glauben, anderen verpflichtet zu sein, weil sie meinen, es selbst zu brauchen, dass man sie braucht,
oder weil sie sich für das Opfer dieser oder jener Situation halten. Die Herausforderung auf dem Weg der Freude besteht darin, sich Freiheit zu verschaffen. Jedermann ist frei. Vielleicht haben sie sich ein großes Betätigungsfeld geschaffen und ihr Leben von bestimmten Erfolgen und Formen abhängig gemacht. Zum Weg der Freude gehört, sich nicht in den Details dieser Formen zu verfangen. Er lehrt sie, nicht ihren eigenen Schöpfungen zu erliegen, sondern durch sie aufzusteigen. Wenn sie sich eine Arbeit, eine Beziehung oder etwas anderes geschaffen haben, das ihnen keine Freude macht, dann blicken sie nach innen und fragen sie sich, warum sie glauben, etwas aufrechterhalten zu müssen, das ihnen keine Freude bereitet. Oft glaubt man, dass man es nicht verdient, zu bekommen, was man sich wünscht. Auf unserer Ebene existiert etwas wie Verdienen überhaupt nicht. Jeder von ihnen besitzt eine aktive Vorstellungskraft. Vorstellungen bilden den Ausweg von dort, wo sie sich jetzt befinden. Sie können ein Tor zum Leid sein, wenn sie diese Gabe so verwenden wollen, aber auch ein Tor zur Freude. Wenn sie tagsüber mit ihren Freunden telefonieren, hören sie ihnen dann noch lange zu, obwohl sie das Gespräch gerne schon beendet hätten? Hören sie sich ihre Geschichten an, die ihre Energie schwächen? Treffen sie Verabredungen mit Leuten, obwohl sie eigentlich keine Zeit haben oder kein höherer Sinn hinter diesem Zusammentreffen erkennbar ist? Um den Weg der Freude zu finden, werden sie nicht umhinkommen, sich zu fragen, warum sie sich anderen Leuten oder ihren selbstgeschaffenen Formen verpflichtet fühlen. Der Weg des Mitgefühls verlangt nicht von ihnen, jeden zu lieben, gleichgültig, wie er handelt oder wer er ist. Dieser Weg lehrt sie, jeden in seiner Wahrheit zu erfassen und all seine Teile anzuerkennen. Er lehrt sie, Menschen zu sehen und sich zu fragen, ob sie etwas tun können, um sie zu heilen, ihnen zu helfen oder sie mit ihrer höheren Vision in Kontakt zu bringen. Wenn das nicht zutrifft, ziehen sie nur ihre eigene Energie herunter, indem sie Zeit mit diesen Leuten verbringen. Manche von ihnen helfen anderen Leuten immer wieder und empfinden dabei nur Frustration. Vielleicht fühlen sie sich verpflichtet, als ob es keinen anderen Ausweg gäbe, als sich ihre wehleidigen Geschichten anzuhören und zu wünschen, sie möchten im Leben doch endlich weiterkommen. Wenn sie anderen helfen und sich kein Fortschritt zeigt, sollten sie sich lieber fragen, ob sie ihnen tatsächlich Hilfe bringen oder ob diese Menschen überhaupt imstande sind, ihre Hilfe aufzunehmen. Zum Weg der Freude gehört auch die Fähigkeit zu empfangen. Sie können von Liebe und aufmerksamen Freunden umgeben sein und einen gesunden, kräftigen Körper haben, wenn sie sich das aussuchen. Es gibt so viel Wertvolles, für das man dankbar sein kann. Und um mehr zu empfangen, wird man zuerst das würdigen, was man bereits hat. Freuen Sie sich auch an den einfachsten Dingen, den Blumen, an denen Sie vorüberfahren, am herzerwärmenden Lächeln eines Kindes, und Sie werden bald feststellen, dass Ihnen das Universum noch mehr zukommen lässt. Für diejenigen unter Ihnen, die Geldsorgen haben oder eine Arbeit finden möchten, die Sie gerne tun,
Sind Sie bereit gewesen, ein Risiko einzugehen, um das tun zu können, was Ihnen Freude bereitet? Sind Sie bereit gewesen, dem Universum zu vertrauen, dass es Ihnen eine Chance geben wird? Und was noch wichtiger ist, können Sie mit dem Geld auch umgehen, wenn es kommt? Hätten Sie das Gefühl, dass es Ihnen zusteht? Der Weg der Freude erfordert, sich selbst schätzen zu lernen und darauf zu achten, womit man seine Zeit verbringt. Würde jeder Einzelne seine Zeit so verwenden, dass er und der Mensch, der mit ihm zusammen ist, daraus den größten Nutzen ziehen können, sähe die Welt in einem Tag anders aus. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Zeit auf eine Weise verbringen, die Ihrem höchsten Wohl dient. Und wenn etwas nicht Ihrem höchsten Wohl förderlich ist, dann garantiere ich, dass es auch das Wohl dieses Planeten oder anderer Menschen nicht fördert. Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, was Sie hier tun könnten, das Ihnen Freude bereiten würde. Jeder von Ihnen tut bestimmte Dinge sehr gerne. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht irgendetwas wirklich gerne tut. Durch die Dinge, die Sie gerne tun, zeigt Ihnen Ihr höheres Selbst, wofür Sie hier sind. Vielleicht denken Sie jetzt daran, dass Sie gerne lesen und meditieren, dies aber sicher nicht der Weg sein kann, um Geld zu verdienen. Aber wenn Sie sich einmal erlaubten, ruhig zu werden, zu lesen und zu meditieren, würde sich vor Ihnen ein Weg entfalten. Sehr oft leisten Sie genau dem Widerstand, was Sie am liebsten tun würden. Jeder hört im Geist die sanften Anweisungen für den nächsten Schritt. Es kann etwas sehr Einfaches sein, wie jemanden anzurufen oder ein Buch zu lesen. Vielleicht ist es auch etwas sehr Konkretes, Weltliches, das nicht mit Ihrer höheren Vision verbunden zu sein scheint. Vergessen Sie nicht, dass Ihnen der nächste Schritt immer gezeigt wird. Wenn der Gedanke daran kommt, ist es immer etwas Einfaches, Offensichtliches, das Ihnen Freude bereiten wird. Jeder von Ihnen weiß, was er morgen gerne tun würde. Wenn Sie aufwachen, fragen Sie sich, wie Sie diesen Tag gestalten könnten, damit es ein freudiger und schöner Tag wird. Stehen Sie mit einem Lächeln auf, anstatt mit dem Gedanken, wieder einen Tag überstehen zu müssen. Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf Probleme, die zu bewältigen sind. Sie werden nur dann Freude erleben, wenn Sie sich auf die Freude konzentrieren und nicht sich mit weniger zufrieden geben. Wie sieht Ihre höhere Vision aus und wie kann man sie im Leben finden? Die meisten von Ihnen lassen sich unnötig oft ablenken. Wenn Sie sich jeden Tag 5 Minuten Zeit nehmen, Ihren Terminkalender nochmals durchzugehen und sich überlegen, inwieweit jede Verabredung, jede Person oder jedes Telefonat mit Ihren höchsten Zielen zusammenhängt, könnten Sie innerhalb weniger Monate auf dem Weg Ihrer Bestimmung sein und Möglichkeiten finden, Ihr Einkommen zu verdoppeln. Natürlich gilt es, Ihrer Einsicht entsprechend zu handeln. Wenn Sie den Weg nicht kennen, können Sie sich ein Symbol dafür schaffen. Stellen Sie es sich in Form einer Lichtkugel vor, die Sie in Händen halten.
Führen Sie diese nun an Ihr Herzchakra, dann an das Kronenchakra oben an der Schädeldecke und senden Sie sie nun an Ihre Seele weiter. Das Symbol wird schon bald Form annehmen. Sie werden feststellen, wie Sie allein durch den Gedanken an Ihr höheres Ziel den Tag auf magisch-magnetische Weise umzugestalten beginnen. Plötzlich werden Ihnen Freunde, die Ihre Zeit in Anspruch genommen haben, nicht mehr so interessant erscheinen, da neue Freunde auftauchen und sich die Beziehung zu früheren Bekannten verändert. Mitgefühl bedeutet, auf sich selbst zu achten, sich selbst und seine Zeit zu schätzen. Sie schulden niemandem ihre Zeit. Wenn Sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen und feststellen, dass Sie ein einzigartiger und wunderbarer Mensch sind, wird Ihnen die Welt dasselbe bestätigen. Für jeden Menschen gibt es einen Sinn und Zweck auf dieser Erde. Sie sind nicht hier, um nur eine Sache zu erledigen. Alles, was Sie erreichen, wird wiederum Teil eines Schrittes, der die nächste Evolutionsstufe einleitet. Jede Erfahrung integriert sich in frühere Erfahrungen. Manche von Ihnen begehen Seitenpfade und versuchen sich in neuen, nur scheinbar zusammenhanglosen Dingen, um sich auf der Reise nach oben weitere Fähigkeiten anzueignen. Andere finden eine bestimmte Form für ihre Arbeit. Und wieder andere sind hier, um eine Vision des inneren Friedens zu entwickeln und erkennen das als ihre Aufgabe. Beurteilen Sie den Sinn nicht nach den Maßstäben anderer, beziehungsweise nach dem von der Gesellschaft erlernten Normen. Vielleicht sind Sie hier, um inneren Frieden zu entwickeln und diese Eigenschaft auszustrahlen, sodass sie anderen zugänglich wird. Vielleicht sind Sie hier, um die Welt des Intellekts oder die Geschäftswelt zu erforschen, damit Sie die Gedankenformen für die Erde auf dieser Ebene unterstützen. Mitgefühl ist jenseits jeglicher Art von Beurteilung. Es bedeutet, einfach akzeptieren zu können. Es ist die Fähigkeit, das Selbst zu schätzen und zu lieben und der höheren Bestimmung Folge zu leisten, wie sie sich auch darstellen mag. Zwar gibt es fast ständig weltweite Spannungen, aber für den, der auf das Positive ausgerichtet ist und bereit ist, die Verantwortung für das, was er tut, zu übernehmen, bieten sich ungeahnte Möglichkeiten. All denen, die intuitiv handeln, die heilend wirken und auf dem Weg der Freude sind, steht Energie zur Verfügung. Mit dieser Energie bietet sich auch die Möglichkeit, jetzt in einer Welt der Freude und der Fülle zu leben. Viele von Ihnen machen rasante Fortschritte. Sie erleben ein beschleunigtes Wachstum, um andere, die ihnen folgen, lehren und heilen zu können. Manche, zum Beispiel Autoren und Schriftsteller, sind den kollektiven Gedankenformen vielleicht schon um Jahre voraus, da es gilt, dem Zeitgeist in dem Moment gerecht zu werden, wenn ihre Bücher erscheinen. Nicht jedermann erlebt denselben Übergang zum selben Zeitpunkt. Jeder, der dies hört, ist ein Pionier,
denn diese Informationen würden sie nicht anziehen, wenn sie ihrer Zeit nicht voraus wären. Vielleicht fühlen sie die Veränderung in der Energie des Planeten. Wer bereit ist, sich nach oben zu wenden und seine Vision zu finden, wird eine noch stärkere Beschleunigung in seinem Leben feststellen. Wenn Sie meinen, dass Sie jetzt schon viel zu tun hätten, seien Sie achtsam. Die Dinge werden sich noch schneller entwickeln und Weisheit und Unterscheidungsgabe immer wichtiger für Sie werden. Überdenken Sie jeden Tag genau und stellen Sie fest, ob er im Sinne Ihrer höheren Zielsetzung verläuft. Manchmal ist es überaus schwierig, jemandem, der Hilfe benötigt, mit Nein zu antworten. Wenn Sie Menschen, die sich in einer Krise befinden, ständig Aufmerksamkeit schenken, bestätigen Sie ihnen damit nur, dass Sie, sobald Sie eine Krise hervorrufen, auch Ihre Zuwendung erhalten. Wollen Sie, dass andere Ihre Zeit respektieren und zu schätzen wissen, geben Sie ihnen das zu verstehen. Belohnen Sie sie, wenn Sie sich danach richten. Die Welt erlebt gerade eine tiefgreifende Veränderung und die Dinge beschleunigen sich ständig. Vielleicht können Sie das bereits fühlen. Die Menschen, die nicht auf ihre höhere Vision und ihr höheres Selbst ausgerichtet sind, werden umso mehr Problemen begegnen. Manche Leute in ihrem Bekanntenkreis bezeichnen diese Zeit vielleicht als die schönste und glücklichste in ihrem Leben, während sie anderen als die schwierigste erscheint. Wenn Sie diese Zeit als die glücklichste in Ihrem Leben empfinden, achten Sie auf die anderen in Ihrer Umgebung. Anstatt zu urteilen oder sich von denjenigen zu distanzieren, die sich in Schwierigkeiten befinden, können Sie ihnen Liebe senden und dann einfach loslassen. Wenn Sie mit anderen, seien es Fremde, ein geliebter Partner oder ein enger Freund, in Machtkämpfe geraten, wenden Sie sich an Ihr höheres Selbst. Halten Sie einen Augenblick inne. Atmen Sie tief durch und lassen Sie sich von dem Wunsch der anderen nach Auseinandersetzung nicht beeinträchtigen. Erinnern Sie sich, es ist deren Wunsch, nicht der Ihre. In dieser Zeit der sich erhöhenden Schwingung gilt es zu lernen, sich nicht durch das dritte Chakra, den Solarplexus, in die Energie anderer Leute hineinziehen zu lassen. Viel von dem, was die meisten Menschen von anderen wahrnehmen, kommt durch den Solarplexus, das Macht- und Emotionszentrum. Viele der Herausforderungen auf dem Weg der Freude werden darin bestehen, Machtkämpfen aus dem Weg zu gehen und aus tiefem Mitgefühl zu handeln. Wenn einer Ihrer Freunde scharf reagiert oder unfreundlich ist, halten Sie kurz inne und versuchen Sie, sich in ihn einzufühlen und das Leben aus seiner Perspektive zu betrachten. Dann begreifen Sie vielleicht seine Müdigkeit oder Abwehrhaltung, die nichts mit Ihnen zu tun hat. Sie stellen lediglich eine weitere Figur in seinem Stück dar. Je mehr es Ihnen gelingt, von außen zu beobachten und sich nicht
auf Machtkämpfe einzulassen, umso mehr Frieden und Fülle werden sie in ihrem Leben erfahren und umso eher wird es ihnen gelingen, andere zu heilen, indem sie einfühlsam aus ihrem Herzen heraus handeln. Gehen Sie einen Augenblick nach innen und fragen Sie sich, was Sie bereits morgen tun könnten, um Freude in Ihr Leben zu bringen. Fragen Sie, wodurch Sie einen der Machtkämpfe oder andere energieraubende Dinge in Ihrem Leben beseitigen können. Was können Sie morgen tun, um ein bisschen mehr Zeit dafür zu haben, inneren Frieden zu finden? Es gibt so vieles, wofür Sie dankbar sein können. Ein wacher Geist und ein unbegrenztes Potenzial. Sie haben die Fähigkeit, alles, was Sie wollen, tatsächlich zu verwirklichen. Die einzigen Grenzen sind jene, die Sie sich selbst setzen. Wenn Sie morgens aufwachen, erinnern Sie sich Ihrer Freiheit. Bewahren Sie Ihre höchste Vision und leben Sie das glücklichste Leben, das Sie sich vorstellen können. Übungen. Erstens. Notieren Sie 7 Dinge, die Sie gerne tun, bei denen Sie sich wohlfühlen, für die Sie sich aber in den letzten Monaten nie Zeit genommen haben. Das kann alles Mögliche sein. In der Sonne liegen, eine Reise unternehmen, sich massieren lassen, ein Ziel erreichen, Gymnastik machen, ein Buch lesen. Zweitens. Neben diesen 7 Punkten schreiben Sie nun auf, was Sie daran hindert, das zu tun. Etwas in Ihrem Inneren, zum Beispiel Gefühle, oder etwas Äußerliches, jemand oder etwas, wie zum Beispiel Geldmangel.